Moin und herzlich willkommen zur 487. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Dienstag, dem 12. März 2013 und GDX Zakatü plus 2,5%. Erinnern sich daran, als wir hier unten waren, als wir hier diese Kerze gemacht haben und als wir dann diese Kerze gemacht hatten, da haben wir miteinander über das Volumen gesprochen, wir haben miteinander darüber gesprochen, dass es technisch auch aufgrund der übergeordneten Bewegung über den Monatschart hier durchaus ein potenzieller Boden erreicht ist. Und ich habe Ihnen gesagt, es hat mir in den Fingern gejuckt, da was zu kaufen. Aber ich trade ja nicht meine Analyse, sondern ich trade mein System. Und wenn ich kein Setup habe, was zu meinem System passt, dann fasse ich es auch nicht an. Und ob Sie es glauben oder nicht, 4% später tut es mir immer noch nicht weh, dass ich das hier nicht angefasst habe. Denn wenn das hier der Boden ist, oh Mann, wir haben so viel Platz für eine bullische Bewegung und ich habe so viel Potenzial, hier in diesen Markt reinzugehen. Liebe Märzgruppe, was ist der Trend hier? Der Trend ist natürlich bärisch. Und bis es nicht eine klare Trendumkehrformation gibt, ist es für uns auch nicht interessant, weil wir nicht in den bärischen Trend hineinschädeln wollen, wenn wir nicht ausreichend Unterstützung bzw. eine Nebenbewegung sehen können. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie unser System funktioniert, nicht nur prozyklisch, sondern auch übergeordnet Unterstützungen oder Widerstände traden möchten, sind Sie herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Der Blick auf die Edelmetalle Gold plus 0,7%. Nee, warten Sie, wie sortieren wir? So sieht es nämlich aus. Silber plus 0,5%, Gold plus 0,7%, in Euro plus 0,74% und Silber plus 0,63%. Der US-Dollar-Index weitestgehend unverändert im Bereich der 22,50 und die Minenwerte haben wir bereits miteinander besprochen. Wenn der Markt es schafft, über die 20 Tage Linie drüber zu gehen, wartet hier ein großer Widerstand, was nämlich vorher eine große Unterstützungszone gewesen ist und deswegen kann ich auch ganz entspannt sein, wenn der Markt nämlich hier in diese Widerstandszone läuft, kommt die 50er, kommt eine trendbegrenzende Linie. Wenn er bullish werden will, dann macht er das in der absoluten Mehrheit der Fälle mit einer Trendumkehrformation und wenn er die gebildet hat, dann werden wir das miteinander gemeinsam traden können. Wenn wir uns Gold anschauen, wir hatten immer wieder miteinander über diese Marke im Bereich der 1586 gesprochen. Widerstand durchgebrochen, Unterstützung, Unterstützung durchgegangen, Widerstand, Widerstand und so weiter und so fort. War aber auch keine große charttechnische Kunst zu sagen, dass oberhalb der 1586 eine dynamische Bewegung in den Markt kommen sollte. Es gab auch andere Analysten, die genau das gleiche analysiert haben. Umso mehr Trader diese Marke haben, umso dynamischer wird dann auch natürlich die Bewegung, wenn sie denn in den Markt kommt. Für mich ganz wichtig war diese Bewegung hier. Wir haben eine aufsteigende Trendlinie, erinnern Sie sich, bärisch aufgelöst, mit Volumen sogar. Aber der Markt schafft es nicht, hier an diese übergeordnete Unterstützung ranzukommen, sondern der Markt wird vorher gekauft. Auch darüber sprechen wir immer wieder mit unseren Seminarteilnehmern, wann es passiert und was es psychologisch bedeutet und wer denn da eigentlich in den Markt geht und warum wir nicht da hier in den Markt gehen können. Wichtig war, sofort eine Stunde später waren wir wieder innerhalb dieser Trendlinie und das war wiederum deutlich mehr bullisch, als dass es bärisch war. Aber auch das traden wir nicht, sondern wir traden halt unser System. Als wir hier über die 1586 gegangen sind, wir machen jetzt eine zu groß geratene High-Base-Formation, sieht so aus wie eine Flagge über die kleinere Zeiteinheit. Wenn der Markt zurückkommt, ist die 86 jetzt große, große Unterstützung. Wir haben uns hier lange, lange Zeit, viele Tage mit dieser Zone aufgehalten. Wir haben sie zurückerobert und deswegen ist das jetzt eine große Unterstützungszone. Wenn der Markt nach oben gehen will, natürlich die psychologische Marke im Bereich der 1600 und über den Tageschart abgebildet, muss man sagen, wir haben ja auch hier gerade die 20-Tage-Linie als potenzielle Widerstandszone und spätestens die 1613 ist die Nackenlinie dieses potenziellen Doppelbodens. Erinnern sich daran, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass das hier möglicherweise eine Bodenbildungsformation ist. Sieht so aus, das höhere Hoch, das höhere Tief. Klare Kaufformation in der Stochastik, das Momentum geht über die Nulllinie. Wenn wir über die 16,13 gehen, dann haben wir Potenzial, das, was wir hier gemacht haben, nach oben zu machen, rein von der Doppelbodenformation. Allerdings auf dem Weg dorthin wartet sehr, sehr viel Widerstand auf uns, nämlich diese wichtige 16,30er Marke, große Widerstandszone, bullisch aufgelöst worden. Es war eigentlich hier eine große Unterstützung, hält nicht und deswegen ist die erste Widerstandsmarke die 16,30. Und dann haben wir ja trendbegrenzende Linien hier und hier verlaufen und die sind dann im Bereich der Marke um die 16,40 und dann bei 16,60. Wichtig ist mir eines, als wir hier an diese Trading Range herangelaufen sind, gab es wiederum Analysten, die versucht haben anhand von,
bestimmten Merkmalen im Chart dann vorherzusagen, dass eine Trading Range bärisch aufgelöst werden sollte. Ich will Ihnen nur sagen, bitte seien Sie nicht schneller als der Chart, versuchen Sie nicht klüger zu sein als der Chart, das funktioniert nicht, sondern der Chart macht eine Bewegung, dann macht er noch eine Bewegung, dann macht er noch eine Bewegung, dann macht er noch ein paar Kerzen dran und irgendwann entscheidet er sich, was er machen möchte. Aktuell, und das ist mir ebenfalls wichtig, das heißt nicht, dass wir nicht mehr dahin kommen werden, weiß ich nicht, nur aktuell kommen wir nicht mehr an diese Unterstützungszone heran, um die 1540, klar, der kann jetzt hier eine Dreiecksformation bilden, dann ist es eine bärische Möbelformation und dann will er doch noch die 1520 sehen, was weiß ich, im Moment sehe ich nur, dass wir gar nicht mehr an diese übergeordnete Unterstützungszone herankommen, sondern dann jetzt schon anfangen, bullisch zu laufen, das muss man auf jeden Fall jetzt aktuell konstatieren und wir haben mit dem, was wir hier sehen, Potenzial, diese Bewegung nach oben fortzusetzen. Wichtig wird sein, dass die Bullen es schaffen, nachhaltig über die 20-Tage-Linie drüber zu gehen. Wenn man sich Silber anschaut, da hatten wir miteinander über die Marke im Bereich der 29.10, 29.12 gesprochen. Mehrfach Widerstand bullisch durchgegangen. Alles, was an die 29.08, 29-Dollar-Marke heranlaufen sollte, ist große Unterstützung und hat Potenzial eine Fortsetzung an die 30 Dollar, an die 29.70. Man muss sich klar machen, auch hier hängen wir an der 20-Tage-Linie. Wir haben ja schon länger eine Kaufformation in der Stochastik mit einer steigenden K&D-Linie. Das Momentum ist oberhalb der Nulllinie. Irgendwann werden wir dann auch wieder in eine überkaufte Situation kommen. Hier drüber 29,80, großer Widerstand, diese ehemalige aufsteigende Trendlinie. Und da drüber heißt es nicht, dass wir zwangsläufig dann jetzt diese Trendlinie halten würden. Wenn wir eine Marke bärisch auflösen und dann sofort wieder bullisch durchgehen, dann verliert diese Trendlinie ihre Aussagekraft. Da können wir uns von dieser Trendlinie verabschieden. Auf dem Weg nach oben wartet eine übergeordnete Widerstandszone im Bereich der 31, dann im Bereich der 31,80. Und dann natürlich die 33 bis 34 Dollar Marke als potenzielle Widerstandszone. Wenn der Markt hier was Bärisches bildet und nochmal nach unten kommen möchte, Unterstützungen zwischen 28,70 und 26,90 bzw. per Schatten im Bereich der 26,10. Große, große Unterstützung. Die Frage ist nur, haben wir jetzt damit, was wir hier machen, bereits den Boden gefunden oder nicht? Und wenn wir es nicht gefunden haben, dann haben wir aber nicht zwangsläufig, wenn wir drunter gehen sollten, jetzt einen bärischen Markt, sondern dann wollen wir die ultimative Unterstützung innerhalb dieser Seitwärts-Trading-Range, in der wir uns schon seit in etwa November 2011 befinden, noch einmal testen. Wenn man sich Gold in Euro anschaut, wir haben hier eine bullische Keilformation bullisch aufgelöst. Und die übergeordnete und nächste logische Widerstandszone ist die 1245 Unterstützung. Unterstützung weggebrochen, Widerstand kommt wieder zurück. Und jetzt hat er also Potenzial, bis da oben hin heranzulaufen. Wenn er dann es schafft, über die 50-Tage-Linie zu gehen im Bereich der 1235, eher wahrscheinlich, dass diese Bewegung an die 12,44, 12,45 heranlaufen kann. Und dann ist noch einmal mit einem Pullback auf jeden Fall zu rechnen. Wir haben miteinander über Kupfer gesprochen. Wir haben gesagt, Mensch, Kupfer sieht aber angeschlagen aus. Wir haben eine K&D-Linie umeinander geschlungen, unterhalb der 20er-Marke, auch wenn das Momentum hochkommt. Und solange wir es nicht schaffen, über die 3,55 drüber zu gehen, ist das alles mehr bärisch, als dass es bullisch ist. Heute plus 1%, schöne bullische Bewegung, aber heißt nicht, dass der Markt jetzt bullisch ist in unserem Dafürhalten. Wir haben einen sehr starken Abverkauf mit hingenommen und alles, was man hier jetzt macht, ist in meinem Dafürhalten erstmal ein Bear Pullback an Widerstände, zum Beispiel 200-Tage-Linie, 20-Tage-Linie, was hier gerade eine Kreuzwiderstandszone bildet. Jetzt aktuell nicht bärisch sein. Was kann man als Take-Home-Message für sich mitnehmen? Versuchen Sie bitte nicht, die Unterstützung direkt dort zu verkaufen, sich zu sagen, naja, wenn die sagen, dass das schwach ist, dann wird das schon durchgehen. Wir verkaufen hier auch nicht die Unterstützung, sondern wir warten, bis der Markt das tiefere Tief macht und dann gehen wir erst in den Markt rein. Was wirklich aktuell schwach aussieht, ist Brent. Brent hat eine K&D-Linie umeinander geschlungen unterhalb der 20er-Marke. Allerdings kommt das Momentum nach oben. Auf der anderen Seite, schauen Sie sich das an, die Stärke wird sofort von den Bären abverkauft und wir sind auch mittlerweile unterhalb dieser aufsteigenden Trendlinie. Berührung, Berührung und jetzt bärisch aufgelöst worden. Spätestens unterhalb der 109er Marke hat der Markt hier, wenn man sich den Full Future Market anschaut, Potenzial eine Fortsetzung der bärischen Bewegung zu machen. Auf der anderen Seite, Natural Gas sieht wiederum jetzt wirklich sehr stark aus. Wir haben ja lange Zeit hier ein absteigendes Dreieck gehabt und haben abgewartet, ob hier nicht das Ganze bärisch aufgelöst werden sollte. Nein. Der Markt entscheidet sich für eine bullische Bewegung. Auch diese trendbegrenzende Linie wird bullisch aufgelöst. Aber hier im Bereich der Horizontalen, im Bereich der 3,65 hält der Markt inne. Wir haben gesagt, das sieht mehr bullisch aus, als dass es bärisch aussieht. Trotz und auch dieser Hanging Man Kerze, was wir hier gerade sehen. Wichtig ist aber, dass wir hier
eine K&D-Linie oberhalb der 80er-Marke anfangen, umeinander zu umschlingen. Noch ist es nicht so weit. Wir sind Momentum steigend oberhalb der Nulllinie. Aber, das ist das Entscheidende, wir haben eine ausgedehnte bullische Bewegung und möchten bitte, dass die Bullen Luft holen, zur Ruhe kommen. Ansonsten ist das ungefähr so wie ein Marathonläufer, der jetzt schon irgendwie 42 Kilometer gelaufen ist. Und wenn er jetzt nochmal zum Sprint ansetzt, ja, vielleicht macht er nochmal einen Sprint, aber dann muss er noch Luft holen. Also ist uns doch lieber, dass er jetzt einmal Luft holt, dass er zu Kräften kommt und dann gehen wir in den Markt rein. Und wenn er es doch noch schafft, nach 42 Kilometern dann doch nochmal einen 800 Meter Sprint anzulegen, okay, passiert. Aber wir versuchen nicht Bewegungen hinterher zu laufen, sondern wir möchten frische Bullen, die dann auch Kraft haben, nachhaltig eine Widerstandszone aus dem Weg zu räumen. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie traden. Dann ist es so, dass ein Stop-Loss, dass ein Positionsmanagement und dass ein Money-Management Ihre allerbesten Freunde sind, die auf Sie aufpassen. Bitte traden Sie mit einem Stop-Loss und wählen Sie Ihre Positionsgröße entsprechend aus. Das nächste Update zu den Edelmetallen und zu den Rohstoffen gibt es natürlich morgen wieder. Heute gibt es noch eine Forex-Ausgabe. Wir haben wirklich wunderbare Trades auf der bullischen und der bärischen Seite durchgeführt. Sind Sie herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Wichtiger als unsere Videos sind selbstverständlich, dass Sie alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, dann bleiben Sie uns Formationstradern gewogen. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.